losgeht, willkommen noch einmal in der Dunkelheit von Östersund. Der traditionsreichste, der älteste, der längste Wettkampf macht also den Auftakt. Männer zuerst, heißt es bei den Biathleten. 103 Wackere haben sich versammelt. 6 Deutsche sind darunter, wie wir gerade gesehen haben. Und der Mann, der heute die Nummer 1 trägt, kein unbeschriebenes Blatt bei den Biathleten. Das ist Michal Slezenger, der Tscheche. Bronzemedaillengewinner auf dieser Strecke bei den Weltmeisterschaften im Jahre 2007. Das ist schon ein paar Tage her. Damals ein Superschütze, also prädestiniert für den heutigen 20er. Vergangenen Jahr übrigens hier Zweiter zum Auftakt und der erste Schuss gleich geht daneben. Fehler beim ersten Schuss für Michal Slezenger. Das bedeutet, das wissen Sie, bei diesem Wettbewerb eine Strafminute gibt es gleich obendrauf. Und jetzt die erste Serie für den ersten deutschen Starter für Simon Schäpp. Ja, schade drum, kommt er auch nicht ungerupft durch. Auch er bekommt eine Strafminute draufgebrummt. Der Schnellste vom Sonntag hier, der schnellste in der Mixed-Staffel. Minus 8,9 Sekunden, dort rechts zu sehen, bedeutet, er hat jetzt Vorsprung auf Michal Slezenger. Und jetzt der erste Nullfehlerschütze, Jewgeni Ustjugow. Macht da weiter, wo er am Sonntag aufgehört hat. Die Russen mit einer ganz starken Vorstellung, Sieg, um den weltbesten Paroli zu bieten. Und nichts anderes als das ist das erklärte Ziel der Deutschen. Noch so eine Kostprobe der exzellenten Schießkünste der Russen. Dmitri Gerbulov am Fernglas der russischen Mannschaft und schon der zweite, der hier fehlerfrei durchgesetzt sicher sind. So, jetzt schauen wir mal auf Klemen Bauer, das Sorgenkind der Slowenen beim Schießen, allerdings meist im Stehenanschlag. Kann es jetzt Karl-Johann Bergmann. Karl-Johann Bergmann neben Björn Ferry, der große, der anerkannte Leader im schwedischen Team nach der besten Karriere seiner Saison, nach den beiden WM-Medaillen. Und Andrei Morawetz mit Startnummer 12 ist der nächste beim Schießen. Auch er hier am Sonntag mit einer richtig guten Vorstellung in der Mixed-Staffel. Hat er Probleme. Hat er sich eine Patrone ein bisschen verklemmt. Der leichte Schneefall trägt dazu bei, dass ist nasser Schnee, da kommt Feuchtigkeit in den Verschluss und dann kann es schon mal passieren, dass es da nicht ganz so gut flutscht, wie man eigentlich möchte. Aber er hat das gut gelöst. Andrei Morawetz im Moment auf Rang 5 nach dem ersten Schießen durchgekommen mit 0 Fehler. Lukas Hofer da gleich. So geschossen wie beim Auftaktwettbewerb in Beitostølen. Das ist sein Coach, das ist Siegfried Masé. Hat sich Mitte November in Norwegen schon mal der Konkurrenz gestellt. Bei einem Einladungswettbewerb sind die Unterschiede noch in der Weltspitze, sagt Fritz Fischer. Es sind nur Nuancen und immer wieder meine Athleten sensibilisieren, auf die Kleinigkeiten zu achten. Zum Beispiel auf die Windfähnchen. Das machen sie tagtäglich im Training. Und das ist Björn Ferry. Und er kommt hier mit 0 Fehlern durch. Noch eher unerfahrener Norweger mit Henrik Labelund. Jung ist relativ mit seinen 26 Lenzen, aber was die Weltcup-Erfahrung anbelangt, natürlich
2 zurück hinter Emil Hägle-Svensson. So, Daniel Mesutic, erstes Schießen, einer der besten Schützen des Feldes. Bin sehr gespannt auf die Österreicher hier im Weltcup. Im Europacup oder im IBU-Cup genauer gesagt, haben sie schon ganz schön für Paukenschläge gesorgt. Doppelerfolg in Idre. 17,6 Sekunden hier bei der ersten Zwischenzeit. Das sah schon nach einer ganzen Menge aus. Bei den 20 Kilometern vielleicht nicht ganz so wild, wenn man da schon so deutlich zurückhängt. Es ist natürlich auch eine Kunst, sich das Rennen einzuteilen auf dieser längsten Distanz der Männer. Schipulin geht hier gleich mal mit dem Handicap eines Fehlers auf die nächste Schleife. So, erster Stehenanschlag jetzt für Simon Schepp. Ach, schade für Simon Schemm, kommt auch hier nicht ungeschoren davon. Also jeweils einen Fehler hat er sich geleistet. Jetzt allerdings auch Ustjugov mit den ersten beiden. Hat dann zu viel Gas gegeben beim Schießen, zu hohes Tempo angeschlagen. Wollte offenbar ein bisschen zu viel des Guten. So, links unten im großen Bild, das ist der Russe Dmitri Malyshko mit 2 Fehlern. Und rechts oben Emil Hägle-Svensson, der nochmal leicht korrigiert an seinem Diopter. Allerdings war das nur eine Raste, also das ist noch nicht mal ein dritter Zentimeter. Ja, sehr schnelles Schießen von Svensson und er ist sofort wieder mittendrin im Geschäft. Und das ist der neue Coach der Norweger gewesen, Espen Nordby Andersen. Ein Gesicht. Saison, hier kann man extra Selbstbewusstsein teilen. Andy Birnbach, erste Saison. Jawohl, das ist großartig nachgezogen. Marc Kirchner registriert es wie gewohnt cool. Erste Schießen, erste Fünfer-Serie, alles im Schwarzen. Andy Birnbacher. Direkter Laufvergleich zu Svensson. 15,6 Sekunden zurück. Und jetzt am Peiferband essen. Sehr wichtig, ganz ruhig geblieben, ruhiger Rhythmus. Hier wird in der Regel langsamer geschossen als in den anderen Disziplinen. Dennoch 2 Fehler beim Amerikaner Tim Burke. Arne Pfeiffer hat das großartig gemacht. Erstmal 0 und mit. Oh ja, der will's wissen, Karl-Johan Bergmann. 0 Fehler zum zweiten. Einmal liegend, einmal stehend. Klasse gemacht, ganz klar neuer Spitzenreiter jetzt vor Jewgeni Ustjugov. Karl-Johan Bergmann, der Mann mit der Startnummer 11. Der beste Schwede des vergangenen Jahres, Weltcup 6. in der Gesamtwertung. 2 Siege, lässt sich nicht abschütteln. Rückstand in etwa gleich gehalten auf Karl-Johan Bergmann und hat wieder so einen Klemmer hier. Scheibendurchmesser, 11,5 cm. Nur falls es der eine oder andere vergessen haben sollte nach 5-6 Monaten Biathlon-Pause. Magnus Jonsson. Ein Fehler zum Auftakt bei seinem Liegenschießen. Aber Morawetz hier, genauso wie Bergmann mit 2x0 durchgekommen, allerdings Emil Hägle-Svensson verpasst bekommen hat. Jetzt, wo er im Weltcup mitmischen darf. Martin Fourcade, sicherlich in jedem Rennen zu den absoluten Top-Favoriten zu zählen, auch in diesem Winter wieder, auch wenn er hier einen Fehler schießt. Hat
immer viel mehr Lust auf Laufen, sagt er. Aber was soll's, Biathlon sind zwei Disziplinen. Beim Schießen muss ich mich mehr durchringen, mehr zwingen. Aber auch da will ich der Beste sein. Und das ist ihm im letzten Jahr einige Male gelungen. Läuferisch, als er WM-Bronze gewann auf dieser Strecke. In Ruhpolding im letzten Winter bei den Weltmeisterschaften. Da war es sogar Gold für den Slowenen. Sehr schnell geschossen oben. Björn Ferry macht es wie Bergmann. 2x0 und Jakub Fak, der Slowene, beginnt mit einem Fehler im Liegenschießen. Oh ja, die Schweden vor eigenem Publikum, die haben sich was vorgenommen. Und das geht hier richtig gut los. Gut für die beiden, gut für die Stimmung hier in der Arena, die sich in diesem Jahr zum letzten Mal in dieser heutigen Form präsentiert, die dann im nächsten Jahr umgebaut, modernisiert wird. So, das ist Alexis Böff hier mit der 38, auch er ein exzellenter Schütze. Auch schauen wir mal, was Lars Berger macht. Er und das Schießen. So richtig innig wird das nicht mehr. Schnell geschossen hat er. Sein Coach. Fast gleichaltrig die beiden. Der Coach erst 34 Jahre jung und damit deutlich jünger als Ulainer Björn Dahlen. Und das hier ist Alexej Volkov. Den haben wir am Sonntag schon mal gesehen. In der starken russischen Mixstaffel, die hier gewonnen hat. Da hat er sich beim Schießen ausgezeichnet präsentiert. Ja, angefangen hat es auch heute gut. Dann die beiden Fehler für Volkov. Sein Mannschaftskamerad Schipuli. Bunt durcheinander geschossen. Die Kollegen der schwedischen Regie kümmern sich um Jewgeni Ustjugov, der am Sonntag einen wirklich sehr starken Eindruck gemacht hat. Und das hier beim Liegenschießen noch mal eindrucksvoll untermauert. Florian Graf, ein Fehler, angezeigt durch diesen kleinen gelben Punkt in der Grafik. Auch das hat sich nicht verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Und da kleiner Strauchler von Ustjugov, dahinter sie im dritten Schießen wohlgemerkt. Svensson beim zweiten Anschlag. Versucht jetzt die schwedische Doppelführung in Gefahr zu bringen und das schafft er nicht. Sehr schnell geschossen, Emil Hägle-Svensson. Vielleicht zu viel Risiko auf diesen 20 Kilometern, denn die Quittung kam prompt. Zwei Fehler für den Norweger und jetzt Malischko zum dritten. Hat im letzten Jahr seinen Durchbruch geschafft. Gleich 9-mal unter den Top 10 des Weltcups gewesen. Und hat sich auch in diesem Jahr einen Platz im sehr, sehr starken, im sehr ausgeglichenen russischen Team erkämpft. Birnbacher zum zweiten. Ausgezeichnete Serie für Andreas Birnbacher. Der macht genau dort weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat. Das ist einfach großartig. Liegend 0, stehend 0. Mischt hier gleich mit im Konzert der Führenden. Schafft die Vorgabe von Bergmann nicht ganz, aber die von Ferry, die wird er unterbieten. Also Rang 2 jetzt für Andy Birnbacher nach dem zweiten Schießen. Nur 7 Sekunden hinter dem Führenden Karl-Johann Bergmann. Erster Fehler jetzt für Arne Pfeiffer, dennoch den Rhythmus beibehalten. Das ist wichtig, sich nicht kirre machen zu lassen. Auch das hat er gelernt. Mittlerweile 25. Man hat das Gefühl, er sei schon ewig dabei. Abgebrüht, cool, die Ruhe in Person. Sprintweltmeister des Jahres 2000 natürlich niemals haben werde. Dann habe ich meine Frau zu Hause, meine kleine Tochter. Und alles wird wieder in die richtige Relation gerückt. Und genau mit dieser Einstellung ging er hier heute ran. Und schießt hervorragend. Oben der Fehler von Landertinger. Und schon 13 Treffer heute für Karl-Johann Bergmann. Und da ist der erste Fehler.
Jonas Johansson, der neue Mann am Rohr. Fernglas besser gesagt. Staffan Eklund, nach wie vor der Chef, hält sich ein bisschen zurück. Und haben ein paar gute Jungs dabei. Schießt der Null, ist er vorn. Oh ja, Marawetz bietet hier Karl-Johann Bergmann die Stirn und übernimmt die Führung. Kleine Überraschung, aber wie gesagt, nur eine kleine, denn schon am Sonntag hier in der Mixstaffel war der Tscheche richtig gut unterwegs, gemeinsam mit Michal Slezina. Martin Fourcade, der Mann im gelben Trikot. Wieder eine ganz konzentrierte Leistung bei diesem zweiten Liegenschießen. Sieht auch Siegfried Mazé so. Muss heute ohne seinen älteren Bruder Simon auskommen. Der muss sich kurzfristig einer Operation unterziehen. Leidet am Compartment-Syndrom. Das sind heftige Schmerzen. Vize-Weltmeister im Massenstart in Ruppolding. Auch da wird viermal geschossen. Oben Alexis Böff. Wieder eine reine Weste. Und der erste Fehler jetzt bei Ferry, genau wie bei Bergmann. Ja, jetzt sind es deren zwei und sofort sehen wir eine ganz andere Körpersprache bei Björn Ferry. Sofort im Laufe der Saison. Sehr intensive Trainingscamps, zuletzt noch mal große Umfänge im finnischen Muonio. Das hängt den meisten noch in den Gliedern, aber die Vorbereitung der Mannschaften ja ähnlich. Vielleicht ist es ist immer mal wieder ein Flüchtigkeitsfehler dabei beim Florian Graf, sagen seine Trainer, sagen Marc Kirchner und Fritz Fischer. Daran arbeiten wir, dass die ausbleiben. Und dann kann Florian Graf auch ganz vorn mitmischen, da wo Jewgeni Ustjugow momentan ist. Drittes fehlerfreies Schießen des Russen haben wir gerade gesehen. Und hier Krasimir Anev, ein Bulgare im Bild. Und das aus gutem Grund, denn Sie sehen es rechts unten, 2x0 geschossen. Immerhin auf Rang 19 bei den Weltmeisterschaften in Ruppolding. Und hier deutet er an, warum er da so weit vorn war. Weil er nämlich ein sehr, sehr guter Schütze ist. Auch heute schon wieder dreimal fehlerfrei Krasimir Anev, der Bulgare aus Samokov. Ja, und Svensson macht, was er machen muss, wenn er ganz vorn nochmal angreifen will. Schießt volle Pulle, hohes Risiko. Volles Tempo. Ustjugow mit zwei Fehlern hat alle vier Schießprüfungen absolviert. Svensson jetzt beim dritten. Anschlag durch. Und Malischko. Nochmal null ist er bei seinem Landsmann, ist er bei Ustjugow. Aber das schafft er nicht. Dritter Fehler und das ist Sergej Setnev. Der Mann aus der Ukraine immer mal wieder für eine Überraschung gut. Siehe Antholz im Jahre 2010. Da gewann er so einen 20-Kilometer-Wettbewerb, weil er 4x0 geschossen hatte. Der Mann mit der 24, Sergej Setnev aus der Ukraine. Speziell natürlich die Finger und ganz speziell den Abzugsfinger warm zu bekommen. Andi Bimbach. Hat's geholfen? Oh, Pech beim letzten, der war knapp, der war auf dem Rand bis dahin, super Serie. Schade drum, aber es muss halt mindestens die Hälfte des Geschosses auf der gültigen Trefferfläche aufkommen, damit der Impuls stark genug ist, der dann einen kleinen Elektromotor in Schwung setzt, der eine kleine weiße vor die schwarze Scheibe bringt. Anpfeifen. Thank you.
gut, aber nicht sehr gut. Zwei Fehler schon bei Pfeiffer. Und wir sehen Tim Burke. Der hat schon deren drei. Der ist schon beim vierten, beim letzten Schießen. Simon Schemp ist hier durch, hat zum ersten Mal heute null geschossen. Das wird ihm Kraft geben für die letzte Schleife, für die letzten 4 Kilometer. 5x4 Kilometer heute zu absolvieren. Mit dicken, langen Zehen und steilen Anstiegen. Da hat der Biathlon-Gott nicht ganz gut gemeint mit den Athleten zum Auftakt. Hat ihm gleich schwierige Aufgaben gestellt. Tim Burke hat diese letzte hier gut gelöst. Null Fehler, Wettbewerb. Der Mann rechts oben im kleinen Fenster, Karl-Johann Bergmann. Der kann hier die Führung übernehmen. Schießt schnell. Und einen Fehler beim vierten. Und noch einen obendrauf, das gibt's doch nicht. Helena Ekholm, die schwedische Biathlon-Queen, die nach der letzten Saison genauso wie Magdalena Neuner ihren Abschied bekannt gegeben hat, hat hier mitgefiebert und konnte es genauso wenig fassen wie die Zuschauer rundherum. Die beiden letzten Schüsse gingen daneben und die gute. Aber jetzt schauen wir. Tolle Zeit von Morawetz. Andre Morawetz. 28 Jahre alt aus Letorat. Da hat er eine super Anlage zu Hause. Aber er hat nicht genügend. Martin Fourcade kann jetzt die Führung übernehmen. Bleibt er fehlerfrei, ist der Erste. Ja, und der Mann kann es einfach. Und da war sie schon wieder, die Siegerfaust. Und wie abgezockt er ist, das hat er vor dem letzten Schuss bewiesen. Nochmal kurz abgesetzt, als er gemerkt hat, der Rhythmus passt nicht mehr. Und dann das Ding ins Schwarze gebracht. Ein Fehler. Bestimmt noch zu sehen bekommen. Ansonsten mit den starken Männern, die im letzten Jahr so groß aufgetrumpft haben. Mit Böff, mit Beatrix, natürlich mit den Fourcade-Brüdern. Der eine jetzt schon in super Form, der andere vielleicht im Januar wieder dabei. Oben der Norweger, Labelund. Und unten Böff jetzt mit dem ersten Fehler des Tages. Und gleich noch einen obendrauf. Das hat er clever gemacht. Dann hat er am Diopter gedreht, hat seine Visierlinie. Anton Schipulin, der einzige übrigens der russischen Mannschaft, der bei den Weltmeisterschaften in Ruhpolding eine Medaille gewann, in eine Einzelmedaille, die bronzene in der Verfolgung. Heute mit ein paar kleinen Schwächen. Fehler am Ende für Anef. Klasse Resultat und super. Svensson hat super schnell geschossen. Fehler beim dritten und beim vierten. Jetzt großen Zielen in diesem Winter gestartet und er ist auf dem besten Wege dahin, sie alle schon wieder im ersten Wettbewerb einzulösen. Michael Greiß, erste Schießen, ein Fehler. Kein sogenannter Einstand nach Maß, aber noch nichts verloren. Dreimal so selten gesehen haben bis hierher, ist eher kein gutes Zeichen für sie. Dann sind sie nicht mit im Vorderfeld gewesen. Die Regie sortiert das schon ganz gut vor, aber klasse Anschlag hier von Dominik Landertinger. Viermal geschossen, nur einen Fehler in der vergangenen Saison. Und das heute könnte schon der nächste Sieg werden. Egal, wer da noch kommt, es wird schwer, ihn noch zu knacken hier. Martin Fourcade mit einem einzigen Fehler ist er kaum zu schlagen. Und er scheint es zu wissen oder zumindest schon mal zu ahnen. Dieser Schlag auf die Brust und die Siegerpose nach dem letzten Schuss. Das deutet darauf hin, wenn wir uns an das Missgeschick vom Stehenschießen aus der Mixed-Staffel, da hatte er Eis in die Opfer. Jetzt offenbar klare Sicht. Ja, das ist großartig. Erik Lesser zum zweiten und zum zweiten Mal fehlerfrei. Ganz unkomplizierter, aufgeschlossener, lernwilliger Typ, sagt Marc Kirchner. Er will immer alles gleichzeitig. Manchmal will er zu viel. Hat sich bei den deutschen Meisterschaften auf Skirollern als die große Überraschung entpuppt.
hat dort 4 Medaillen geholt, wie Arndt Peiffer. Dort schon das Laufniveau mitbestimmt. Und hier kommt Anton Cipulli. Allesamt ohne Chance gegen Martin Foucault. Von Ust-Jugov, die sollte er deutlich, deutlich unterbieten. Also Martin Foucault, der Gesamtweltcup-Erste des letzten Jahres, vor Emil Hägle-Svensson, dem Gesamtweltcup-Zweiten des vergangenen Jahres. Das ist auch die Reihenfolge im Ziel des heutigen 20ers. Die Dauerkontrahenten frischen ihre Vorjahresduelle sofort wieder auf. Und jetzt Aufmerksamkeit für das letzte Schießen von Florian Graf. Leider schon mit 3 Fehlern belastet. Ja, sehr gut gemacht. Fehlerfrei die letzten beiden Schießeinlagen. Etwas holprig begonnen mit 3 Fehlern, aber das macht ihn aus, diesen Florian Graf. Er lernt aus den Fehlern sofort, hat sich konzentriert und jetzt seine Stärke ausgespielt. Martin Foucault, läuferisch, starke Leistung, einen Fehler, genau wie der Franzose. Er ist der Gegner des heutigen Tages, aber auch er schafft es nicht, den Franzosen vom Thron zu schubsen. Aber super Leistung, erst ganz zum Schluss von den Kollegen der Regie gefunden. Dominik Landertinger mit Rang 2. Fantastischer Einstand in diesem Winter. Rückstand, und das ist reiner Laufrückstand auf den Franzosen. Dann wieder Erlend Bjøntegaard, den jungen Norweger, 22 Jahre alt, der so stark auftrumpfte am Sonntag hier in der Mixstaffel. Und auch das hier nennt man wohl einen super gelungenen Einstand in den Weltcup bei den Großen. Bjøntegaard gleich super gut dabei. Emil Hägle-Svensson ist bereits im Ziel und sein junger Schützling hier, dem er frisch die Haare geschnitten hat, mit nicht einmal einer Minute Rückstand nach dem vierten Schießen auf Rang 4. Klasse Einstand. Dazu ein bisschen zu forsch ranzugehen. Wird sicherlich noch mal ein bisschen eingebremst worden sein von Fritz Fischer auf der Strecke. Klasse Vorstellung, Erik Lesser, man kann jetzt schon mal den Hut ziehen, das ist überragend, wie der hier reingeht in diese Saison, als wenn es kein Gestern gäbe, als wenn es keinen Sonntag gegeben hat, wo er da Eis in die Ohren imstande sind. Böckli auf Rang 9 nach dem vierten Schießen. Auch der Slowake hier gut dabei, Miroslav Matjaško. Super Schießserie, auch für ihn. Jawohl, so ist es. Erste Nullfehlereinlage beim dritten Schießen, genauso also wie bei Florian Graf, der auch bei den ersten beiden er allerdings 3 Fehler geschossen hat. Michael Greis, deren 2, rückt auf die Zeit. Der ist im Bereich von Martin Foucault. Immer noch. Noch 4 und die Sensation schwebt irgendwo hier im dunklen Nachthimmel von Östersund. Lesser, noch 2, noch einen. Das gibt's doch gar nicht. Ein Einstand mit 20 Treffern. Erik Lesser mit einer Sensationsvorstellung. Das ist nahezu unfassbar. Mal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen zu Hause hätte ihm das zugetraut, wenn man die Mixstaffel gesehen hat, wie hektisch er da war beim Stehenschießen. Auch da übrigens alle zurück belächelt und hat allen gezeigt, was er wirklich drauf hat. Dieser Erik Lesser ist eine Wucht. Ein Einstand, wie er besser kaum sein könnte. Erik Lesser, Rang 3 mit nur 21 Sekunden Rückstand auf den führenden Martin Foucault. Was für ein Ding.